Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir gedacht, da es zurzeit mit Filmedition etwas mau ist auf meinem Kanal, kram ich doch die guten alten Filmnews mal wieder raus und versorge euch in unregelmäßigen Abständen mit den aktuellen Neuigkeiten aus der Filmbranche. Und so fangen wir jetzt auch direkt mal mit dem heutigen News-Ticker an. Und zwar widmen wir uns als allererstes der 80er, 90er Jahre Kult-Cartoon-Serie Mask zu. Ausgeschrieben bedeutet das Mobile Armored Strike Command. Wer kennt es nicht? Alle so, die so 80er Baujahr sind, haben bestimmt damit mal früher gespielt. Ja, das soll ja ein Live-Action-Movie aller Transformers immer noch kommen, ne? Oder wie G.I. Joe, sowas in der Richtung. Da haben sie jetzt Chris Bremner als Drehbuchschreiber verpflichtet. Der hatte ja aktuell Bad Boys 3 geschrieben. Ich bin mal gespannt, ob so ein Mask-Movie noch kommt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das positiv oder negativ sehen soll. Wir erinnern uns an den immer noch geplanten und immer wieder verschobenen Masters of the Universe-Film. Mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja, und dann kommen wir zum Coronavirus nochmal. Er ist ja allgegenwärtig. Ich kann es immer noch nicht fassen. Es ist unglaublich. Kommen wir zu den News. Der aktuelle James Bond, der 25. James Bond-Film, wurde wegen dem Coronavirus verschoben. Und nicht nur um ein paar Wochen. Nein, er soll jetzt irgendwann im November 2020 erst erscheinen. Und seid es mir nicht übel, wenn ich hier persönliche Meinung mit einfließen lasse, aber ich fasse es einfach nicht, es ist unglaublich. Lustigerweise heißt der Film ja Keine Zeit zum Sterben, und das in Verbindung noch mit der Verschiebung zum Coronavirus ist irgendwie richtig schwarzer Humor. Auch die Filmfestspiele in Cannes stehen auf der Kippe, da droht wahrscheinlich auch eine Absage. Die Leipziger Buchmesse wurde schon abgesagt. Leute, Virologe Christian Droste hat gesagt, in 2 Jahren haben 70% der Deutschen sich mit Corona infiziert. Na, dann bringt es ja auch nichts, alles abzusagen und zu verschieben, denn wir haben es ja eh alles intus. Letztendlich kann man sich mit Corona infizieren, ohne dass es ausbricht, ohne dass man jemanden ansteckt. Das habe ich ja alles schon im letzten Video erklärt, das verlinke ich auch nochmal hier oben irgendwo und am Ende des Videos. Es ist einfach kaum zu glauben, wie sich jetzt selbst die Filmbranche von dieser Massenpanik anstecken lässt. Und die letzte News in diesem Video geht für alle Käufer vom Parasite Mediabook raus. In beiden Versionen wurde da auf der 4K Ultra HD Scheibe leider nur ein SDR Master statt einem HDR Master aufgespielt. Der Fehler soll korrigiert werden. Wer davon betroffen ist, also Käufer der Parasite Mediabooks, sollen bitte eine E-Mail mit Foto des Kaufbelegs schicken an parasite@kochfilms.de, und dann wird wohl alles weitere von Kochfilms in die Wege geleitet, dass ihr da ein Austauschexemplar bekommt. Das war's für heute mit dem ersten Film-News-Ticker seit langem. Ich denke mal, da werden demnächst noch ein paar Folgen. Ist ja immer alles recht spannend und aktuell, was da so abgeht in der Filmbranche. Und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt schon wieder von euch und wünsche euch noch viel Spaß. Ciao!